Hallo, meine Püppis, ich bin wieder da. Ja, ich habe ja gestern gesagt, ja, man sieht sich zwischen dem Update mal bestimmt wieder und ich habe eine kleine Idee, die wollte ich gern mit euch teilen. Ja, gestern Couch raus, Recliner rein, alles neu gemacht hier in dem Zimmer, außer meine Regale. Ja, das wäre ja dumm. Absolut dumm, die von der Wand zu nehmen. Ja, ein Heidenarbeit. Nee, das müssen wir noch mal. Oder machen wir es noch mal? Ist nicht so doll, ne? Egal. Nee, wir machen jetzt einfach weiter. Ich bin schon wieder völlig verplant. Ja, gut, okay. Jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren. Ja, okay. Also, gestern in meinem Video habt ihr ja gesehen, ich habe den Island Blackwork von Peppermint Purple fertig gemacht letzte Woche. Und ja, also das gefällt mir so, das macht so viel Spaß. Und es geht auch schnell, wenn du mal was zwischendurch machen willst. Also Peppermint Purple, auf der Webseite könnt ihr drei Freebies runterladen. Einmal ein Herz, dann eine Schleife und dann sind es vier kleine Herzchen irgendwie. Ja, da müsst ihr mal gucken, wenn ihr das mal testen wollt. Das habe ich aber schon öfters mal erwähnt, dass es da Freebies gibt. So, und zwar habe ich mir was überlegt. Das wird jetzt auch kein langes Video werden. Ihr wackelt da ein bisschen. Das kommt davon, weil ihr mit mir auf meinem Sessel steht. Mal mit hinsetzen. So, und zwar war ich doch 98, 99, 97. Ich weiß es nicht mehr genau, wann das war. Ich glaube 98. Habe ich in Amerika gelebt, ein Jahr lang und war zwischendurch auch auf Urlaub drüben, zweimal. Und ja, da habe ich mir was überlegt. Und zwar hat ja Peppermint Purple ganz tolle Landkarten. Also nicht nur Irland, haben auch die Weltkarte, die haben Schottland, Portugal, also die haben alles als eigenen Chart da drin. Ja, so, jetzt habe ich mir überlegt, ich war ja mal in den USA. So, ich habe mir gestern die USA runtergeladen. Ich zeige es euch gerade mal. Da muss ich erst mal gucken, wo ich sie hingepackt habe. Ne? Verschwindet ja hier immer alles. Da. Ist das das? Aufgepasst. So, jetzt kommt sie. Jetzt halten wir das mal so. Können das besser sehen. So, ihr denkt euch jetzt mal die Farben weg, ja? Warum ist denn das da so dunkel und da so jetzt? So. Genau, das ist jetzt ja eigentlich, bin ich dumm, ne? Das ist ja das Pattern, das darf ich ja gar nicht. Naja, gut, kurze Moment da. Der kurze Moment. Aber es will auch nicht mehr zurück. Jetzt. So, da ist es. Das ist die USA. Genau, ihr denkt euch jetzt mal bitte die Farben weg, weil die sind für mich jetzt nicht so relevant. Ne? Die brauche ich nicht. Ich habe mir überlegt, Stofffarbe weiß ich noch nicht so genau. Also das ist alles noch so in der Planung. Ich habe mir überlegt, dass ich das schwarz mache, aber nicht alles. Schaut, zwar, jetzt muss ich mal gucken, da oben ist Michigan und da war ich auch. Das heißt, überall, wo ich mich eine Zeit lang länger aufgehalten habe,
werde ich eine andere Farbe reinpacken in den Start. Jetzt habe ich mir auch gedacht, okay, die Hauptstädte, wo ich da war, das könnte man auch noch mal mit einer anderen Farbe machen. Aber ich kriege das alles nicht mehr zusammen. Das ist schon so lang her. Also ich kann mich gerade an die Staaten erinnern, wo ich war, längerer Aufenthalt. Aber ich bin ja eigentlich von Michigan direkt runtergefahren nach Colorado, und dann war ich einmal in New York runtergefahren nach Arkansas. Dieses Durchfahren, ne, das ist ja, da weiß ich auch gar nicht mehr, wie wir da gefahren sind, wo wir in welchem Hotel waren. Ich kann es gar nicht mehr so nachvollziehen. Also die Staaten, wo ich mich länger aufgehalten habe, mache ich dann, habe ich vor, eine andere Farbe zu machen. Genau. Und das ist so meine Idee. Ja. Jetzt guck mal gerade mal, die ist auch nicht, ich finde die jetzt nicht so klein, die USA. Also hat 289 mal 184 Stiche. Insgesamt 9 Farben, aber wie gesagt, das ist mir alles zu bunt. Gestickt wird es, am schönsten kommt es auf 14 Count raus, weil da ist es natürlich größer, ne? Da siehst du die Linien schön. Kannst aber auch auf 16, 18 Count sticken. Höher würde ich gar nicht gehen, weil sonst sieht man dieses Design gar nicht so richtig wackeln, ne? Ihr müsst heute mit wackeln. Ja, hier steht auch noch 20 Count, kannst du auch noch. Aber also wie gesagt, ich würde es nicht höher machen. Ich fand gerade auch mein Irland ein bisschen von den Stichen her ein bisschen klein. Es geht noch. Genau. Und das habe ich vor. Das kommt nicht in die Schüttelbox. Das mache ich so zwischendurch. Und ja. Das ist der Plan. Was anderes steht nicht an. Ich mache ja jetzt die 2 for Tea, also die Teeparty. Ich nenne das jetzt Teeparty. Das ist 2 for Tea und Tea for 2. Ich verwechsel das ständig. Also die Teeparty ist noch nicht ganz fertig. Bisschen noch, und dann kommt ein neues Update für euch. Und dann wird neu geschüttelt. Aber diesmal aus dem Kelch mit den kleinen Projekten. Klein sei dahingestellt, da sind nämlich auch Perlenbilder dabei. Also ich habe alles reingepackt, was kein Head ist. Ne? Ja, also Perlen, die Elf ist drin. Machen wir alles. Machen wir alles. Und ich hoffe, ich komme weit. Ich hoffe, ich komme weit. So, alles nachgeguckt, jetzt gestern und vorgestern, seit ich wieder zu Hause bin, habe ich jetzt noch nicht. Ich muss immer noch so ein bisschen nachholen. Ja, ansonsten gibt es nichts Neues. Nee. Ja, das war meine Idee zum, ne? Es wäre mal schön, also es wäre schön, wenn jemand, der auch dieses Blackwork macht, vielleicht mal seine Meinung unten in die Kommentare schreibt, wie er damit so klarkommt und wie es ihm so gefällt. Und ja, ich bin ja für alle, die mir schreiben, so dankbar. Ja, da geht mir das Herz auf. Ja, und wenn du jemanden noch dafür inspirierst, ne? Inspiration weitergibst für was Neues, das finde ich absolut klasse. So, heute hat der Erklärbär wieder mal gesprochen auch. Danke Rita dafür, dieses Wort ist stecken geblieben und es bleibt immer wieder, kommt immer wieder raus, der Erklärbär. Ab nächste Woche muss ich wieder arbeiten. Ja, dann ist der Urlaub vorbei. Rum bis nächstes Jahr.
Es gibt dann keinen Urlaub mehr dieses Jahr. Ja, leider. Also ich denke mal, die Erholung hat mir ganz gut getan. War auch noch schönes Wetter, das konnte man noch genießen. Und ich babbel ein Zeug nach. Es hat gar nichts mit dem Sticken zu tun. Ich wollte eigentlich, habe ich mir immer vorgenommen, ich schweife nicht so weit ab, na, was jetzt Sticken betrifft. Weil, wen interessiert es? Also ich weiß ja nicht, ob euch das interessiert. Ich bin da eher, ja, ich, mein Stickkanal und so, ja, kann mal was erzählen. Ja, ansonsten, ja, also heute habe ich nicht so viel zu sagen. Deswegen ist das Video jetzt fertig und wir sehen uns eventuell morgen. Das kann sein, dass morgen Nachmittag das Update kommt oder dann übermorgen. Ja, so, ich wollte mal einen schönen Gruß an die Uschi ausrichten. Ja, es tut mir so leid, dass wir uns bisher noch nicht getroffen haben. Uschi kommt hier aus der Gegend und ja, es kam immer wieder was dazwischen, ob ich jetzt arbeiten musste, ob ich jetzt dies machen musste, dann muss sie dies machen. Ne? Also wir haben es immer noch nicht hingekriegt, obwohl sie gar nicht so weit weg wohnt. Ja. Aber schönen Gruß, Uschi. Ja, wir machen das auf jeden Fall. Ach so, übrigens, ich wollte noch erwähnen, ich hatte ja die Alara nominiert für die Herbst-Challenge. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie weit sie ist, ob sie überhaupt, weil sie macht ja alle 2 Wochen nur Videos. Bis jetzt habe ich noch nichts von ihr gehört. Sie ist auf jeden Fall dabei. Ich meine, jetzt könnte man schon wieder fast die Winter-Challenge einläuten. Ne? Ja, also ich kam so mit der Herbst- und dieser Sommerloch-Challenge so ein bisschen durcheinander. Mir kam das so aufeinander gewürfelt vor irgendwie. Ja, aber das ist wahrscheinlich nur mein Empfinden. Ja, genau. Ich weiß nicht, wie weit sie ist, ob sie da schon angefangen hat, ob sie, ich denke mal, die nächste jetzt die Woche wird irgendwie, heute hat sie Geburtstag, da kommt wahrscheinlich nichts, aber so die nächsten paar Tage, denke ich, hoffe ich, kommt ein Video und ja, lassen wir uns mal überraschen, ne? Ich bin schon gespannt. Okay, dann war es das für heute. Wenn ich jetzt ausdrücke, fällt mir bestimmt noch was ein. Aber ja, dann beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Genießt ihn noch. Wetter ist ja nicht so toll. Aber naja, man kann ja anderes machen, ne? Okay, dann einen schönen Tag. Und ja, happy stitching, schwuppis.